Die Erwartungen an den heutigen Impfgipfel sind sehr groß. Die Bevölkerung leidet zunehmend unter den sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und erwartet Antworten von der Bundesregierung, wie es jetzt konkret weitergehen soll. Wir erwarten Antworten auf die Frage, wie die Impfung beschleunigt werden kann. Wir erwarten eine klare Linie der Bundesregierung zur Frage, wie mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen umzugehen ist. Alle Fragen rund um den dringend benötigten digitalen Impfpass müssen beantwortet werden und die Kommunikation der Bundesregierung muss dringend klarer werden. Zur Beschleunigung. Wir sehen steigende Impfzahlen, aber das volle Potenzial der Impfung ist noch nicht erreicht. Dringend erforderlich ist deshalb, dass wir die Mangelverwaltung überwinden. Als ersten Schritt muss die Bundesregierung umgehend die Impfreserve auflösen. Die Diskussion um die Impfung von Kindern und Jugendlichen auch innerhalb der Mitglieder der Bundesregierung ist mehr als besorgniserregend. Die Bundesregierung hat bereits durch öffentliche Debatten im Zusammenhang mit der Verimpfung des Impfstoffs AstraZeneca die Bevölkerung erheblich verunsichert. Das darf sich jetzt nicht wiederholen. Eltern dürfen nicht alleine gelassen werden. Sie brauchen eine klare, eine eindeutige Linie der Bundesregierung, was die Impfung von Kindern und Jugendlichen angeht. Und es muss auch eine klare Antwort auf die Frage geben, wann können wir so schnell wie möglich in den Regelunterricht zurückkehren. Die Folgen durch Unterrichtsausfall und die ganzen Schwierigkeiten der letzten Monate, sie werden jetzt schon verheerend sein und sie dürfen sich nicht noch weiter aufbauen. Dass wir einen digitalen Impfpass brauchen, ist klar. Und dass diese Sache einer dringenden Beschleunigung bedarf, ist ebenfalls klar. Denn der digitale Impfpass ist Voraussetzung dafür, dass die Menschen, die geimpft wurden, zur Normalität zurückkehren können und dass es eine einfachere Rückkehr in den Alltag gibt. Die Wiederherstellung von Freiheitsrechten ist in einem modernen Verfassungsstaat eine Eilsache. Bereits im vergangenen Sommer wussten wir um die Notwendigkeit eines digitalen Impfpasses, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte in die Entwicklung nicht frühzeitig einbezogen worden war, ist ebenso peinlich wie bedauerlich. Denn die Akzeptanz eines digitalen Impfpasses hängt auch davon ab, dass Datenschutzvorschriften präzise eingehalten werden. Besorgniserregend ist die neue Kommunikation über die Frage der Inzidenzen. Die Fachleute und auch die Gerichte kritisieren kontinuierlich dieses Festhalten an der nackten Inzidenz durch die Bundesregierung. Und jetzt bringt der Bundesgesundheitsminister noch neue Inzidenzen mit in die Diskussion. Es ist völlig unerklärlich, weshalb er die Inzidenz von 20 jetzt, gerade jetzt, ins Spiel bringt. Und wir appellieren an die Bundesregierung, die Inzidenzen, die im Gesetz stehen, zugrunde zu legen, aber eben auch nicht nur diese zugrunde zu legen, sondern so wie die Fachleute es fordern, auch weitere Indikatoren, sodass man zu einer präziseren Beurteilung kommt und Grundrechtseingriffe auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden können. Das sind die Erwartungen an den heutigen Impfgipfel. Die Ungeduld in der Bevölkerung, sie steigt. Umso präziser müssen die Antworten der Bundesregierung jetzt sein.